Danke für diesen super warmen Empfang. Ich meine, ich als studierter und promovierter Elektroingenieur und dann auch noch in Frankfurt aufgewachsen, bin jetzt hier in Hanau bei der DKE. Das ist ja ein Heimspiel, besser geht's gar nicht. Ne? Also insofern freue ich mich, hier erstmal eingeladen zu sein. Ja, und wir möchten uns jetzt mal die nächste halbe Stunde ein bisschen anschauen, was... Die Präsentation. Präsentationsmodus. Passt. Ja, aber da waren wir schon eins zu weit. Genau, also jetzt hier. Da wollten wir starten. Also, ich bin aus Berlin angereist mit dem Zug, wie Sie es gehört. 6 Minuten Verspätung. Bei der Bahn gibt es einen Trend zum Positiven. Also insofern, das ist erstmal die Situation. Aber ich möchte Sie gar nicht nach Berlin heute mitnehmen, sondern möchte ganz am Anfang Sie mal kurz bitten, vor dem Vortrag die Augen zuzumachen und zu überlegen, wie hat denn Berlin vor 20.000 Jahren ausgesehen? Einfach mal ein Bild vor den Augen machen, das mache ich immer ganz gerne am Anfang. Sie können die Augen aufmachen, weil wir können nämlich hier die Zeitmaschine mal starten. Ich kann Sie mitnehmen, 20.000 Jahre zurück, die Auflösung ist ganz einfach so. Das war Berlin vor 20.000 Jahren. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dort eine Stadt zu gründen. Wir hatten die Eiszeit noch. Der Fernsehturm hätte gerade noch so aus den Gletschermassen rausgeguckt. Und wir sehen hier eine Europakarte. Diese Europakarte hätten die Kinder in der Steinzeit, in der Schule gelernt. Und wenn man sich so ein bisschen orientiert, so an der Iberischen Halbinsel erkennt man noch, das ist Europa. Aber ansonsten ist es ein bisschen interessant. Ne? Die Ostsee, die Nordsee, gar nicht vorhanden. Italien, der Stiefel viel zu dick. Das liegt daran, die Meeresspiegel waren 120 Meter tiefer. Und wir hatten diese großen Mengen an Packeis. Und jetzt kann man sich hier mal ein bisschen orientieren. Ich habe mal ein paar Städte eingezeichnet. So, die wichtigste kommt jetzt auch noch. So, und das ist erstmal Europa vor 20.000 Jahren. Das ist Europa heute. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, wenn wir über Klimaveränderungen reden. Na, man hat immer so, naja, die Klimakrise, da müssen wir halt irgendwo uns ein bisschen anpassen und eine Klimaanlage kaufen. Dann hat sich das verändert. Nur das Problem ist, wenn dieser Planet sich einfach so dramatisch verändert, dann hat man natürlich früher oder später Anpassungsschwierigkeiten. Und wir können uns einfach mal diese Veränderungen anschauen. Also von der letzten Eiszeit bis zur Warmzeit haben wir ungefähr eine Übergangszeit von 10.000 Jahren gehabt. Wir reden so im Temperaturhub, Größenordnung 4 Grad. Bis 1900 hatten wir dann die Stabilität. Und die Menschheit hat sich dann auch angepasst. Wir waren früher mal Jäger und Sammler, weil sich immer das Klima verändert hat, mussten wir neue Lebensräume erobern. Und dann vor 10.000 Jahren, dann wurden wir langsam sesshaft, Pyramiden wurden gebaut, weil einfach die Lebensräume stabil sind, die Meeresspiegel sich nicht mehr verändert haben. Und was jetzt passiert seit 1900 ist einfach die Dramatik. Und das ist vielleicht ganz wichtig jetzt für die Einordnung. Wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, oh, im Mittel ist es 1,2 Grad wärmer geworden, würde man sagen, na gut, das ist ja nicht viel. Aber wenn man das jetzt mal einordnet mit der Veränderung von der letzten Eiszeit bis zur Warmzeit, ich glaube, da braucht man kein Klimaforscher oder Forscherin zu sein, um zu verstehen, dass das natürlich dramatische Veränderungen sind. Und hier ist natürlich noch nicht Schluss. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen aus der Klimaforschung, die können sehr, sehr gut ausrechnen, was passiert, wenn wir immer mehr Öl, Kohle und Gas in die Atmosphäre pusten. Und da gehen wir davon aus, dass wir Ende des Jahrhunderts so in der Größenordnung von 4 Grad plus sein werden. Also das heißt, das ist ungefähr das. Das heißt also, das, was wir von der letzten Eiszeit bis heute gehabt haben, können wir annäherungsweise nochmal oben drauflegen. Und dass das irgendwo nicht harmlos an unserem Planeten vorbeigehen wird, ist relativ klar. Früher oder später werden natürlich die Veränderungen gravierend sein. Wir sehen sie ja jetzt schon. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie vor ein paar Wochen in Bayern unterwegs ist oder in der Schweiz jetzt einfach mal oder einfach nur die Nachrichten anschaut, dann sieht man es. Das ist ganz banale Physik. Mit jedem Grad Celsius kann die Luft 7% mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Wir sind jetzt hier über Deutschland sogar schon bei 2 Grad, im weltweiten Mittel bei 1,5. Das heißt, 2 Grad plus bedeutet, wir haben 14-15% mehr Luftfeuchtigkeit, die gebunden ist. Das heißt, das kommt zusätzlich bei Starkregen runter. Und das sorgt natürlich dann einfach für diese Überschwemmungen. Wenn wir dann 4 Grad haben, hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist erstmal ganz banale Physik. Die Meeresspiegel werden ansteigen. Auch das ist ganz klar. Wir haben das Potenzial, nochmal 60 Meter draufzulegen. Also das heißt, das wird ein bisschen dauern. Im letzten Weltklimabericht war genannt, dass wir, sage ich mal, im Worst-Case-Fall in den nächsten 200 Jahren mit 15 Metern rechnen müssen. Aber das ist natürlich auch ein ganz, ganz interessantes Szenario. Ich meine, hier in Hanau kann man da ganz entspannt sein. Aber ich halte natürlich auch Vorträge in Hamburg, da sieht man das nicht ganz so locker. Also insofern, das ist die Situation. Auf der anderen Seite haben wir natürlich durch diese größeren Temperaturen natürlich auch mehr Luftfeuchtigkeit, die aus dem Boden regelrecht gesaugt wird, weil einfach diese Hitze den Boden aufheizt. Wir sehen jetzt schon, dass wir
Probleme mit der landwirtschaftlichen Produktion bekommen. Das heißt also, früher oder später drohen dann auch Hungersnöte. Und wenn es natürlich auch trockener wird, nehmen natürlich auch, das ist auch wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, die Waldbrände massiv zu. Und das sind erstmal die anderen Situationen. Und den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass der Mensch eigentlich für diese Temperaturen biologisch gar nicht geschaffen ist. Das heißt, wir sind mittlerweile in einem weltweiten Klimabereich, den die Menschheit in ihrer 250.000-jährigen Geschichte noch nie gesehen hat. Das heißt, also wir sind biologisch gar nicht, es war gar nicht notwendig, dass der Mensch sich mit so hohen Temperaturen auseinandersetzt. Und wir sehen bereits jetzt, dass wir hier an die Grenzen kommen. Wir hatten jetzt in Saudi-Arabien bei der Wallfahrt in Mekka 1.300 Todesopfer einfach durch Hitzschlag. Weil mit 52, 53 Grad Außentemperatur ist dann halt einfach Schluss. Und das ist, wie gesagt, der Anfang. Wir gehen davon aus, dass wenn wir wirklich in diese Extrema reinkommen, 3, 4 Grad plus, dass ungefähr 2 bis 3 Milliarden Menschen ihren Lebensraum verlieren, weil er einfach zu heiß werden wird, dass man dort dauerhaft noch wohnen kann. Das heißt also, die Folge werden natürlich massive Flüchtlingsbewegungen sein. Mit dem, was wir hier in Europa sehen, das ist dann lächerlich dagegen. Und deswegen müssen wir eigentlich dagegen angehen. Das Zweite, was auch Titel meines Vortrags ist, sind die wirtschaftlichen Verflechtungen. Das ist eigentlich relativ interessant. Hier eine Studie vom Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung im renommierten Nature Journal, vor kurzem erschienen. Und die haben mal ausgerechnet, was würde es uns denn kosten, die Klimakrise noch in den Griff zu halten. Also wir sagen immer, die Temperatur soll deutlich unter 2 Grad bleiben. Was müssen wir dafür aufwenden? Die kamen zu dem Schluss, dass wir ungefähr 3% unseres Einkommens aufwenden müssen. 3%, NATO-Ziel 2%, also so ungefähr die gleiche Größenordnung, was wir momentan bereit sind, für Verteidigung auszugeben. Das müssten wir aufwenden. Fertig. Dann haben wir eine Chance, die Klimaveränderung noch in einem kontrollierbaren Bereich wahrzuhalten. Kontrollierbarer Bereich heißt aber, das, was wir momentan haben, geht nicht weg. Das heißt, diese Mega-Regenfälle oder sowas, das ist ja irreversibel. Das heißt, die Temperatur bleibt ja erstmal auch in diesem Bereich. Damit müssen wir uns anfreunden. Und das wird schon in diesem Best-Case-Fall für massive wirtschaftliche Schäden sorgen. Das heißt also, die Kolleginnen und Kollegen gehen davon aus, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts ungefähr mit 20% Einkommensverlusten rechnen müssen. Also wenn die Flut Bayern 2 Milliarden Euro jetzt vorletzte Woche irgendwie vernichtet, muss man wieder aufbauen. All das kostet natürlich und das sind natürlich Verluste. Das ist der Best-Case-Fall. Wenn wir keinen Klimaschutz machen, das sind 38 Billionen Euro im Jahr 2050, ein Klimafolgeschäden, die wir schon erwarten. Der Worst-Case-Fall bedeutet, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, wenn wir wirklich auf 4 Grad zulaufen, die Hälfte unseres Einkommens verlieren. Und dann muss man überlegen, wir haben steigende Meeresspiegel, große Gebiete von 2 bis 3 Milliarden Menschen, die zu heiß werden, um dort zu wohnen. Wir haben ein Zusammenbrechen der Nahrungsmittelversorgung und wirtschaftliche Verwerfungen auf diesem Planeten in einer Größenordnung, die wir seit der großen Rezession nicht gesehen haben. Und wir gehen davon aus, wenn wir das nicht stoppen, dass wir in den nächsten 2, 3 Jahrzehnten in Zustände reinkommen werden, die, naja, globaler Bürgerkrieg einfach eine Zivilisation, die wir haben, zerstören wird. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir handeln. Und Barack Obama hat mal gesagt, wir sind die erste Generation, die aufgrund der Wissenschaft verstanden hat, was die Klimakrise bedeutet. Und wir sind die letzte Generation, die es noch aufgrund ihrer Fähigkeiten verhindern kann. Und verhindern bedeutet, wir müssen versuchen, nicht in diese extremen Temperaturbereiche reinzugehen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir versuchen, die Temperatur deutlich unter 2, möglichst 1,5 Grad Celsius zu halten. Das ist auch Gegenstand des Pariser Klimaschutzabkommens. Aber wir sehen, wir sind da ja schon relativ nah dran. Das heißt, im Prinzip wäre das jetzt eine Vollbremsung. Wie sieht das in Deutschland aus? Wir sind in Deutschland Platz Nummer 5, Platz Nummer 6 bei den Emissionen, historisch gesehen sogar auf Platz Nummer 3. Das heißt also, wir sind sehr, sehr weit vorne, was also die Emissionen oder die Schuld anbelangt. Also müssten wir eigentlich auch Vorreiter sein, was also den Rückgang der Emissionen anbelangt. Und wir sehen in dieser Grafik die CO2-Emissionen, sie gehen zurück. Und nun haben wir einige Ereignisse, die für einen sehr großen Rückgang gesorgt haben. Die Finanzkrise, die Corona-Krise haben wir hier und die Energiekrise. Und die Regierung hat sich gefreut, dass sie im Jahr 2022 jetzt ihre Ziele eingehalten hat. Und ich habe dann auch getwittert, ja, das ist schön, noch 4 Krisen und wir sind klimaneutral. Also das ist natürlich nicht der Weg, den wir gehen müssen. Also wir müssen natürlich schauen, dass wir irgendwas machen. Das Spannende ist dabei, dass der Pfad der Bundesregierung nicht mal wissenschaftlichen Erkenntnissen folgt.
Das heißt also Klimaneutralität 2045, dafür gibt es keine wissenschaftliche Basis. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat mal ausgerechnet, wann wir klimaneutral werden müssten, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Da ist der Zeithorizont irgendwann in den 2030er Jahren. Also das heißt, irgendwie mit dem Klimaziel 2045 der Bundesregierung wird Deutschland schon nicht mehr seinen Beitrag zum Einhalten der internationalen Klimaziele halten können. Der Trend geht dabei noch wesentlich weiter hinaus. Wir haben momentan nicht einmal das Tempo, um die Klimaziele der Bundesregierung, also diese roten Pfade, einzuhalten. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Veränderung. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir hier sind. Dieses Bild symbolisiert das so ein bisschen. Ne? Wir müssen das Zeitalter des Feuers hinter uns lassen. Ne? Also das heißt, wir haben mal gelernt in der Steinzeit, irgendwie Feuer ist gut, das heißt, das brennt. Und da haben wir uns nicht sehr, sehr stark weiterentwickelt. Nur die Art und Weise, wie wir Feuer machen, ist ein bisschen anders geworden. Aber unsere komplette Energieversorgung basiert im Wesentlichen auch noch immer noch auf Feuer. Das heißt, und wir müssen uns, sage ich mal, von diesem Feuerholz oder von diesem Feuerweg weg zum Stromweg dann bewegen. All Electric Society gefällt mir und ich werde auch Ihnen erläutern, warum wir gar keine andere Option haben. Schauen wir uns die Stromversorgung an. Gut, Sie kommen aus der Elektrotechnik, Sie kennen das wahrscheinlich. Als ich angefangen habe, Elektrotechnik zu studieren, da hatten wir 3% erneuerbare Energien. Und damals hat man noch gesagt, mehr als 4% sind technisch gar nicht möglich. Das ist relativ spannend. Ich war damals schon immer entspannt und habe gesagt, wenn ihr mal die Elektroingenieurinnen und Ingenieure machen lasst, dann machen wir alles. Ne? Also mal irgendwie, wir wissen, was das geht. Natürlich müssen wir was verändern. Und deswegen haben wir heute schon relativ viel erreicht. Das sind die Erneuerbaren von Biomasse, Wind bis zur PV. Wir sind bei 55%. Im ersten Halbjahr 2024 waren wir sogar bei 58 mittlerweile. Das heißt also, das Unmögliche, mehr als 4%, haben wir ja schon erreicht. Jetzt kommt aber natürlich die nächste Stufe Richtung 100%. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber auch da wissen wir eigentlich, welche Bausteine wir brauchen. So, das sieht ja erstmal ganz gut aus. Dann sagen wir im Strom, im Elektrotechnikbereich haben eigentlich unsere Hausaufgaben gemacht. Das heißt also hier bis 2040 100% grüner Strom, ja, wenn ich das so sage, wenn wir noch ein bisschen Tempo machen, kriegen wir das schon hin. Jetzt kommt das große Aber. Das ist die gleiche Grafik nochmal, die muss ich stauchen, weil wir haben halt in unserer Gesellschaft leider nicht nur Strom. Wir haben halt immer noch viel Feuer. Also das heißt, wir haben hier irgendwelche Heizungen, das heißt, wir heizen immer noch mit Feuer. Wir haben im Verkehr irgendwelche Verbrennermaschinen, Explosionsmotoren, also wo wir dann auch uns damit fortbewegen. Und diese ganzen Maschinen verursachen halt einfach das Klimakillergas CO2. Dann haben wir noch die Industrie, die auch wichtig ist, aber wo auch viel dann über chemische Prozesse auch noch freigesetzt wird. Und dann sieht die Situation halt relativ bescheiden aus, was Klimaneutralität anbelangt. Wir haben noch ein paar andere Erneuerbare jetzt bei Wärme und Verkehr. Das ist Brennholz, das ist Biosprit, also das sind hier nochmal die anderen Erneuerbaren. Und wenn ich das jetzt umsortiere, also unten die Erneuerbaren vom Strom, dann die Erneuerbaren bei Wärme, dann sieht die Situation so aus und wir sind derzeit bei 21% Erneuerbare und wir haben noch 79% Feuer, also fossile Energieträger. Das ist also die Situation und nun ist unsere Herausforderung, in weniger als 20 Jahren von diesen 21 auf 100 zu kommen. Wir wussten das schon seit 30 Jahren, wir hätten ja auch irgendwann mal schneller loslaufen können. Jetzt ist es halt eine größere Herausforderung. So, nun diskutieren wir über die Kernenergie. Das ist ja in Deutschland ein sehr, sehr heißes Thema. Nun ist Kernenergie auch eine andere Art und Weise der Feuermachung. Ne? Also das heißt, wir machen ja mit Kernenergie auch nur Wasser heiß und machen dann daraus Strom, also viel intelligenter als, sage ich mal, ein Kohlekraftwerk ist das nun wieder auch nicht. Die Frage ist aber, hilft uns die Kernenergie weiter? Und wir haben eine sehr große Diskussion geführt, Klimaschutz und Kernenergie, können wir uns leisten, 3 Kernkraftwerke abzuschalten. Sie sehen den Anteil der Kernenergie in dieser Grafik. Wir waren im letzten Jahr bei weniger als 1%, bevor wir die Anlagen abgeschaltet haben. Wenn man in Deutschland der Meinung ist, dass die Kernenergie eine realistische Option ist, dann reden wir darüber, dass wir in den nächsten 15 Jahren, wenn wir das Graue mit der Kernenergie ersetzen wollen, 150 neue Kernkraftwerke brauchen. Dann bitte eine Liste mit allen Standorten, dann einen Haken drunter, bitte auch die Endlager gleich, die dazugehören und einen Finanzierungsplan. Dann ist die Kernenergie eine realistische Option. Ansonsten ist diese Kernenergie nur ein Ablenkungsmanöver, das uns wertvolle Zeit auf dem Weg der Transformation macht. Und dann ist es auch nicht ehrlich gemeint, wenn Herr Söder sagt, 3 Kernkraftwerke bitte weiter betreiben, Endlager aber nicht in Bayern und neue wollen wir auch nicht bauen, kann man darüber diskutieren, aber dann bitte
Schlussstrich drunter und dann die ernsthaften Probleme lösen. Also, was tun? Ja, danke. Also, was tun? Wir müssen runter mit dem Energieverbrauch. Das ist erstmal ganz wichtig. Und da haben wir einige Hebel. Schauen wir uns die Wärme an. Bei der Wärme haben wir immer wieder gesagt, Feuer. Na, also das heißt, wir verbrennen hier Gas, was lange Zeit aus Russland kam. Jetzt haben wir Fracking-Gas aus den USA. Na, das wird auch lustig werden, wenn Donald Trump Präsident wird. Also da haben wir die nächste Abhängigkeit, die auch nicht toll ist. Also alleine aus den wirtschaftlichen Zwängen heraus macht es ja schon Sinn, sich hier andere Sachen zu überlegen. Deutschland wird da nicht sehr schlau. Wir haben letztes Jahr 900.000 neue Öl- und Gasheizungen eingebaut, so viel wie nie zuvor. Und da müssen wir natürlich irgendwie mal überlegen, was anderes zu machen. Weil wenn wir Gas verbrennen, Wirkungsgrad Richtung 100%, brauchen wir für so ein typisches Einfamilienhaus 15.000 Kilowattstunden. Wollen wir in 20 Jahren klimaneutral werden, dann müssen wir hier einen Gamechanger nutzen. Und der Gamechanger ist eigentlich ein elektrisches System, die Wärmepumpe. Warum? Weil die Wärmepumpe sehr effizient arbeitet. Wir hebeln den Strom. Das heißt also, wir ersetzen Erdgas aus Russland oder von Trump durch Strom aus Deutschland. Und wir können durch die Wärmepumpe, durch den Prozess, den wir in der Wärmepumpe haben, aus einem Teil Strom drei Teile Wärme machen im Schnitt. Das heißt also, in dem Moment, wo die Gasheizung rausfliegt und die Wärmepumpe reinkommt, haben wir zwei Drittel des Problems gelöst. Alleine durch den Heizungstausch. Es gibt eigentlich nichts Logisches, als auf die Verbrennerheizungen zu verzichten und auf die Wärmepumpe zu setzen. Diese Logik ist im letzten Jahr in Deutschland allerdings nicht angekommen. Und da müssen wir nochmal versuchen, in die Diskussion einzusteigen. Was man so alles an Blödsinn gehört hat, das kann man alles irgendwie ausixen. In Norwegen haben wir 60% Wärmepumpen mittlerweile. Das funktioniert. Warum sollen wir das in Deutschland nicht hinbekommen? Wir sind Entwicklungsland und erklären immer, was wir nicht können. Und nun sagen einige, dann nehmen wir doch Wasserstoff als Lösung. Technologieoffenheit. Naja, Wasserstoff ist am Ende auch Strom. Ne? Also das heißt, eine Wasserstoffheizung ist eine elektrische Heizung, nur dass wir sehr umständlich aus Strom Wasserstoff erzeugen, den dann wieder verbrennen, also am Verbrennerzeitalter festhalten und auf diesem Weg fünfmal so viel Energie brauchen. Damit werden wir nicht klimaneutral werden können. Also raus mit den Öl- und Gasheizungen, rein mit der Wärmepumpe. Und das muss jetzt möglichst schnell passieren. Wir können es uns nicht leisten, jedes Jahr noch Hunderttausende von neuen Öl- und Gasheizungen dazu zu bauen, wo wir keine Idee haben, wie wir die klimaneutral umbauen können. Zweiter Punkt, Verkehrswende. Wir führen in Deutschland relativ interessante Diskussionen. Also auch hier wieder unser Verbrennerauto, an dem wir hier hängen, also den Explosionsmotor. Und ja, da ist einfach das Problem. Und das ist ja der Vorteil der Elektrotechnik. In der Elektrotechnik haben wir immer sehr hohe Wirkungsgrade. Wenn wir Verbrennermaschinen haben, sind die Wirkungsgrade mies. Also das heißt, da kommen wir nicht dran vorbei. Ein Otto, ein Dieselprozess hat halt einfach einen schlechten Wirkungsgrad. Ein Verbrennerauto ist eigentlich eine fahrende Heizung. Ja? 30% Fahrenergie, 70% Abwärme. Das heißt also, da kann man auch einen Elektroofen hinstellen. Also das ist irgendwie so die ähnliche Sache und den Tritt geben. Das ist also das Verkehrssystem, was wir hier verwenden. Und das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass wir hier auch effizienter werden. In dem Moment, wo ich den Verbrenner rausschmeiße, einen Elektromotor einbaue, habe ich die dreifache Effizienz. Ich ersetze drei Teile Diesel durch ein Teil Strom. Drei Teile Diesel aus Ländern, wo man gar nicht importieren möchten, aus einem Teil Strom, den wir wesentlich aus Deutschland herstellen können. Das heißt Win-Win-Win. Riesendiskussion in Deutschland. Ja, wir müssen das technologieoffen sagen, wir müssen gucken, das Wasserstoffauto könnte ja auch eine Zukunft sein. Ja, wir brauchen halt nur dreimal so viel Strom dafür. Wenn es dreimal so viel Strom ist, weil wir natürlich aus Strom erstmal Wasserstoff erzeugen und den wieder im Auto zurückverstromen, dann wird es auch dreimal so teuer sein. Und nun kommt die E-Fuel-Diskussion. Also das diskutiert man sowieso nur in Deutschland und Österreich. Der Rest der Welt interessiert sich gar nicht dafür, weil eigentlich das eine komplett Gaga-Diskussion ist. Wir haben also jetzt diese fahrende Heizung. Das heißt, das Auto, was extrem ineffizient ist. Und für dieses Auto, was sowieso schon 70% der Energie vernichtet, stelle ich nun sehr kompliziert aus Strom, Wasserstoff, aus Wasserstoff über Fischer-Tropsch einen entsprechenden E-Fuel-Treibstoff her und brauche auf dem Weg siebenmal so viel Strom wie für den Betrieb eines Elektroautos. Kann man ja drüber diskutieren, aber ob das nun, ich bin kein Ökonom, aber wenn ich siebenmal so viel von einem Produkt brauche, dass es dann technologieoffen vielleicht billiger werden könnte, erschließt sich mir nicht so ganz. Das muss man mir nochmal erklären, aber irgendwie, das ist erstmal die Diskussion, die wir in Deutschland führen. Also wenn man wirklich
realistisch und logisch drüber nachdenkt, dann kann man sagen, Autos halten 20 Jahre, 2045 wollen wir klimaneutral sein, wir dürfen ab 2025 eigentlich keine Verbrenner mehr auf die Straße bringen. Das ist eigentlich hier die Botschaft. Wir müssen also schauen, dass wir die Elektromobilität für alle haben. Andere Länder kriegen das doch auch hin. In Norwegen haben sie Zulassungszahlen von Verbrennerautos, die gegen Null gehen. China nicht ganz so gut, aber auch immer noch deutlich besser als Deutschland. Und deswegen müssen wir schauen, wo wollen wir, was wollen wir denn verkaufen irgendwo? Österreich hat im Wahlkampf gesagt, Österreich möchte Europa zum Weltmarktführer bei Verbrennermotoren machen. Für einen Weltmarkt, den es in 10 Jahren gar nicht mehr geben wird. Ich würde noch sagen, wir wollten Weltmarktführer bei Pferdekutschen bleiben. Ja, in Wien gibt es die auch. Also das sind irgendwie nicht die Lösungen, die wir brauchen. Richtig spannend wird aus meiner Sicht, also sagen wir mal, alles kompliziert. Ich finde, als Elektroingenieur finde ich es immer spannend. Das ist immer cool. Wir machen jetzt die Megawatt-Charging-Technology. Das heißt, die LKWs müssen wir jetzt irgendwie so gestalten, dass wir die in 20, 30 Minuten in der Lenkpause wieder voll bekommen. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Jahren entlang den Autobahnen richtig schöne Power-Charge-Station hinstellen müssen, möglichst mit einer direkten Kombination mit Solar- und Windparks. Ich sage schon meinen Studierenden, also wenn ihr fertig seid, ihr könnt da richtig spannende Projekte umsetzen. Und MAN geht auch davon aus, dass mittlerweile die Hälfte der LKW-Flotte 2030, was neu verkauft wird, schon elektrisch sein wird. Also die Industrie ist da zum Teil weiter als die Bevölkerung und das ist aber auch wichtig, weil wenn wir in andere Länder gucken, China zum Beispiel, in China, also alles, was in Deutschland nicht geht, hat China schon umgesetzt. Also das müssen wir mal gucken. 60% aller Busse sind in China elektrisch unterwegs. Im Jahr 2030 sollen es 100% sein. Und wir fangen hier erstmal an zu überlegen, ob wir vielleicht nicht doch am E-Fuel festhalten. Das sind die falschen Diskussionen, die uns wirtschaftlich auf die Füße fallen. Okay, also wir müssen einen Change machen, weg von der Verbrennerheizung, weg vom Verbrennerauto hin zu den elektrischen Systemen, weil die einfach effizienter sind, Faktor 3. Das heißt, das ist der einzige Weg hier, um schnell was zu machen. Diese ganze Technologieoffenheit-Diskussion kann man eigentlich stoppen. Und dann müssen wir schauen, dass wir natürlich von unten nach oben gehen. Das heißt, mit den erneuerbaren Energien das ausbauen. Und nun können wir schauen, welche Erneuerbaren haben wir hier. Wir haben also die Wasserkraft, die Biomasse, da geht nicht mehr viel. Das heißt, die wesentlichen Pfeiler der Energiewende sind die Windenergie und die Photovoltaik. Bei der Windenergie können wir uns auch keine Diskussion mehr leisten, die wir haben. Bayern hat letztes Jahr nicht mal 10 Windräder aufgebaut. Also da werden wir in 500 Jahren nicht klimaneutral werden. Wir brauchen natürlich die Flächen. Und wir haben mal ausgerechnet, was wir ungefähr brauchen, um bis 2040 klimaneutral werden zu können. Etwa 8 Gigawatt an Zubau an Windenergie an Land pro Jahr und etwa knapp 4 an der Nord- und Ostsee, also offshore. Und das sind die Mengen, die wir letztes Jahr gebaut haben. Also wir sehen, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Die jetzige Bundesregierung müht sich, gibt aber viel Widerstand vor Ort und da müssen wir schauen, ob wir das hinbekommen. Der zweite Punkt ist die Photovoltaik. Auch hier gehen wir von etwa 30 Gigawatt aus, 14 hatten wir letztes Jahr, also da sind wir schon ein bisschen näher dran, aber auch hier sehen wir schon dunkle Wolken am Horizont. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir diese großen Mengen ins Netz reinkriegen. Das ist noch gar nicht auf dem Schirm. Also insofern, wir haben die Lösung, aber da muss man jetzt anfangen, drüber zu reden und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, das müssen wir tun. Dann, wenn wir effizient werden, geht der Verbrauch natürlich runter. Wenn wir weiter verbrennen, dann geht der Energieverbrauch sogar nach oben. Und dann werden wir natürlich auch noch eine Lücke haben für die Industrie im Wesentlichen. Ja, hier haben wir Heraeus oder in Hanau, wir haben dann auch in Frankfurt dann Höchst oder so, wo überall auch große Mengen an Wasserstoff einfach für die Industrie gebraucht werden. Der Wasserstoff ist gut, aber er ist der Champagner unter den Energieträgern. Und Champagner hat eine Berechtigung auf dem Speiseplan, aber nicht als Grundnahrungsmittel. Und genauso sollten wir das mit dem Wasserstoff halten. Also Wasserstoff dort, wo er Sinn macht. Und deswegen werden wir erstmal unseren Strom direkt verwenden. Also Solarstrom, Windstrom direkt verwenden. Dann brauchen wir natürlich Speicher. Wird immer gesagt, oh, der Herr Quaschning mit seinen großen solaren Windmengen, was macht er dann nachts, wenn keine Sonne scheint? Natürlich Speicher nutzen, vollkommen klar. Wir haben schon 1 Million Heimspeicher, das müssen wir weiter ausbauen. Also das heißt, da müssen wir in die Batterien gehen. Sektorkopplung und bidirektionales Laden, das sind die Bausteine, die wir haben. Dann werden wir noch Überschüsse haben bei diesen großen solaren Windmengen. Aus denen machen wir auch Wasserstoff, ja. Den packen wir in die vorhandenen Speicher. Wir werden ein bisschen was importieren, diesen sehr teuren Wasserstoff. Setzen wir aber nur da ein, wo wir keinen Plan B haben, also für die Industrie, für Flugtreibstoffe, aber nicht zum Autofahren und nicht zum Heizen. Dafür ist er viel zu teuer. Und wenn wir mal 2 Wochen zu wenig Wind und Sonne haben, dann werden wir auch mit diesem teuren Wasserstoff
temporär Strom machen. Der wird in diesen 2-3 Wochen sehr teuer sein. Die anderen 50 Wochen haben wir relativ günstigen Strom. Und dann kriegen wir auch eine Energieversorgung, die sicher und am Ende in der Summe auch bezahlbar ist. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und vielleicht nochmal, weil ich am Anfang immer so ein bisschen auch die Menschen vielleicht auch frustriere, weil es wirklich ein großes Risiko, sage ich mal, was auf uns zukommt, was ja wirklich ein extremes Bedrohungspotenzial haben. Aber wir haben auch die Chancen. Wir haben die Chancen und wir haben die Lösungen. Und wenn wir uns einfach mal angucken, welche Technologie die Hauptlösung ist, dann können wir auf die Photovoltaik gucken. Nämlich die Photovoltaik, die boomt weltweit. Wir können uns mal die Entwicklung der Photovoltaik anschauen. Also hier sehen wir die Entwicklung erstmal bis zum Jahr 2013. Also von unten nach oben sehen Sie Deutschland, China, USA, Japan, Indien. Das Orangene hier ist Deutschland. Und wir sehen, Deutschland war mal führend in der Photovoltaik. Wir hatten mal fast die Hälfte des Weltmarkts. Dann hat sich die Regierung allerdings entschieden zu sagen, okay, das wollen wir jetzt mal nicht so fortführen. Und deswegen sehen wir, hier ging es erstmal lange Zeit seitwärts. Dann hat China gesagt, oh danke, und hat sich das entsprechend dann übernommen. Das heißt, so sieht die Entwicklung aus seit 2013. Also wir sind bei der Solarenergie durchgereicht worden und China hat das mit eindeutiger Dominanz übernommen. Was wir hier auch sehen können, dass die weltweiten Wachstumsraten exponentiell verlaufen. Und das ist relativ spannend. Was wir hier sehen, sind die jährlichen Zubaumengen von der Photovoltaik, also 2000. Wir waren letztes Jahr schon bei über 400 Gigawatt, dieses Jahr erwarten wir 600. Das heißt also, wir haben hier einen extrem dynamischen Zubau, den wir hier haben. Die Zubauraten schwanken allerdings, das hängt ein bisschen von den Förderprogrammen ab. Und wir waren in den letzten 20 Jahren bei knapp 40% jährliches Wachstum beim Zubau der Photovoltaik. Und nun haben wir einfach mal eine ganz einfache Rechnung aufgemacht. Wir haben gesagt, also diese 40% halten wir vielleicht nicht auf Dauer durch. Dieses Jahr werden wir nochmal 40% sehen, aber dann danach vielleicht nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen mal davon aus, wir halbieren den jährlichen Zubau, also die Menge. Wir gehen mal auf 20% Wachstumsrate, also Worst Case sozusagen. Was passiert dann mit den Zubaumengen? Das heißt, dann werden wir trotzdem eine weitere Steigerung sehen, bis zu einem Zubau von ungefähr 3000 Gigawatt. Wir sind jetzt bei 600, das wäre nochmal eine Verfünffachung ungefähr. In den nächsten 10, 15 Jahren, aus den alten Zahlen nicht unrealistisch. Und wenn wir uns das Ganze angucken, was hat das für eine Auswirkung auf die globale Stromversorgung? Das ist interessant. Vorhin hatten wir uns nur Deutschland angeschaut. Hier sehen wir jetzt die globale Stromerzeugung. Das heißt, hier hat sich seit 2000 der Strombedarf fast verdoppelt. Und wir sehen jetzt hier gelb die Photovoltaik. Und das ist relativ interessant. Im Jahr 2010 hat sie noch keinen sichtbaren Bereich zur weltweiten Stromversorgung gehabt. Letztes Jahr waren wir schon bei 6% und das ist ein nicht lineares Wachstum. Also in 10 Jahren werden wir nicht bei 12 sein, sondern bei wesentlich größeren Zahlen. Und wir haben das mal prognostiziert. Ach so, hier sehen Sie übrigens den Durchmarsch der Kernenergie weltweit, von dem immer geredet wird, in Rot. Ich kann ihn nicht erkennen, aber irgendwie, ich werde das jedes Mal in Interviews gefragt, warum auch immer. Wir haben leider noch Grau, ne? Also die Kohle legt leider noch zu. Also das heißt, das ist eher unser Problem. Also da müssen wir dran arbeiten. Grün, also das sind die Windenergie und die Wasserkraft, da tut sich auch ein bisschen was. Aber der Treiber ist die Photovoltaik. Und wir haben jetzt einfach mal dieses Wachstum hier reinprojiziert. 20% Wachstum pro Jahr die nächsten 10 Jahre. Und dann geht die Entwicklung so. Und das ist relativ spannend. Das ist halt exponentielles Wachstum, was wir hier sehen. Und deswegen hat die Photovoltaik zusammen mit anderen erneuerbaren Energien die Chance, dass wir hier bis Mitte des Jahrhunderts die Weltenergieversorgung elektrifizieren und das alles mit grünem Strom. Die Möglichkeit ist da. Es gibt große Widerstände aus den Menschen, die noch Verbrennungsstoffe, ja, also irgendwelche Drogen zum Verbrennen verkaufen. Die wollen das natürlich auch nicht. Also insofern gerade die Ölförderländer in den USA, ja, also wenn Sie da gucken, wie viel Geld in dem Öl- und Gasbereich drin ist, was die Kochbrüder an Milliarden irgendwo in Desinformation reinstecken, da ist nicht hausgemacht, dass das nicht kommt, dass das so auch kommt. Aber das Potenzial ist da, es wird von China getrieben und das ist mein Hoffnungsschimmer. Wir müssen beim Klimaschutz durchstarten. Die junge Generation braucht unsere Hilfe und wir in der Elektrotechnik haben die Technologien an der Hand, dass wir das Ganze auch eher entsprechend dann auch bremsen und auch umsetzen können. Und das ist das Spannende. Das heißt, wir müssen jetzt einiges machen. Gut, es gibt noch ein paar Sachen, die ich vielleicht noch auf den Weg geben kann. Ein Sechstel aller Treibhausgase kommen vom Fleischkonsum.
Anderes Thema muss man auch mal irgendwann drüber reden. Also insofern, aber das wäre ein zweiter Vortrag. Fliegen ist auch schwierig. Also das heißt, auch da werden wir weiter verbrennen müssen, zumindest mal mit den heutigen Maschinen. Und das werden wir nicht klimaneutral hinbekommen. Also ist da auch die Botschaft, weniger fliegen ist eigentlich das bessere Fliegen. Und auf der anderen Seite können wir natürlich hier mit den elektrotechnischen Anwendungen ja wirklich mit großen Stücken, so eine Megawatt-Photovoltaikanlage, da haben wir gleich zig Tonnen an CO2 dann irgendwo weg. Also da geht relativ viel. Und deswegen, wir haben die Lösung an der Hand und deswegen setzen wir doch einfach unser Potenzial um. Machen wir Deutschland enkelkindertauglich. Ich habe Ihnen gezeigt, die Chancen dafür haben wir noch. Worauf warten wir? Wir müssen einen Planeten retten. Dankeschön.